So, Freunde, wir sind wieder zurück. Ein neues Team of the Week ist draußen. Ich kann jetzt mein Dreier-Inform-Set öffnen und diese Woche meine Food Champions Rewards plus Division Rival Rewards, Digga. Das wird ein dickes, dickes Pack-Opening. Digga, haben wir hier viele Packs am Start, Freunde. Geil, Alter. Freunde, kurze Werbeunterbrechung an dieser Stelle, die für euch alle positiv ausfallen wird. Denn ich verlose heute mit meinem Partner Instant Gaming eine Sache eurer Wahl, die ihr euch aussuchen könnt. 12.000 Food Points, 12.000 V-Bucks, irgendwas eurer Wahl. Also, ihr könnt 100 Euro PSN-Karte sozusagen gewinnen, Xbox-Karte. Jungs, ja. Ihr müsst großartig nichts dafür tun, einfach nur ein Like da lassen, abonnieren und in der Beschreibung den ersten Link von Instant Gaming anklicken. Da ist heute mein Gewinnspiel am Start. Und dann könnt ihr euch eintragen und mitmachen. Alles kostenlos, 100 Euro gewinnen. Warum nicht? Macht mit. Let's go. Aber vorher, bevor wir zu den Packs gehen, schauen wir uns das lecker Schmecker Team of the Week einfach mal an. Wir haben hier einen Higuain am Start, der jetzt ungefähr 150.000 wert ist. Wir haben den Spieler, den ich unbedingt in Rot oder halt auch im Dreier-Inform-Set ziehen will. Cristiano Ronaldo, 95er Striker, Inform am Start, der 3 Millionen Coins plus wert ist. Einfach zu crazy, dass er ihn für 2 Tore ins Team of the Week gesteckt hat. Und dann haben wir noch einen Aguero am Start, der auch nochmal um die 600.000 kostet. Zudem haben wir noch einen Koulibaly 90 rated, einen Donnarumma 87 rated. Also ein Team of the Week, das schmeckt. Du musst dich noch um ein paar Gegenstände kümmern, Wakes, weißt du? Du musst dir noch einen Zachen abholen. Hier kann man sehen, Alter, 2 seltene Spielersets, ein Jumbo-seltene Spielerset, ein Megaset, ein Megaset, ein seltene Megaset, ein Premium Team of the Week Pack und dazu kommen noch weitere Sets jetzt. Nämlich kommen dazu meine Food Champions Rewards, wo unter anderem ich Gold 3 abgeschlossen habe. Ich kann euch gleich mal zeigen, wie viel ich glaube 17.1 oder 17.2. 17.2 habe ich, glaube ich, gemacht. Dann habe ich aufgehört zu zocken. Hierfür kriege ich 2 Spielerwahl-Spezialobjekte. 2 Megasets, ein seltenes Spielerpack, 30.000 Münzen und ich bin für die Weekend League qualifiziert mit den 2.000 Punkten. Also Gold 3 Rewards auch noch. Wir haben ein so fettes Pack-Opening am Start, Freunde. Und ich will euch gar nicht so lange warten lassen. Lasst einfach ein fettes Like da, Alter. Zersprengt den Like-Button. 2.000 Likes wären nice und wir öffnen das erste Pack und kriegen hier den King, Alter. Reed, King und Ruben. Und da muss ich gar nicht lange zögern und sag direkt, der King kommt doch direkt ins Team. Denn der King sieht lecker aus. Hat zwar nicht die Ronaldo-Werte, aber er hat schon saftige Werte, ne? So, Gold 3 Rewards. Come on, Leute. Ich habe einfach so oft auf Twitter oder so gesehen, dass der ein oder andere Hase von euch einfach aus Gold 3 Rewards den besten Spieler aus dem Team of the Week gezogen hat. Und deswegen lehne ich mich jetzt zurück, öffne das Pack mit der Nase und lass einfach auf mich zukommen! Was passiert? Junge! Gold 3 Higuain! Darf ich so laut sein? Über mir ist wie gesagt ein kleines Baby geboren. Junge, Junge, Junge. Alter! Gold 3 Rewards. Besser als die Top 100 Rewards von meinem Kollegen Maxi, die ich gestern gezogen habe. Beziehungsweise worauf ich reagiert habe. Jetzt schon besser. Einfach jetzt schon besser. Krank. Higuain 89 ist zwar nicht der beste Spieler, aber wenn man den dritt- oder vierthöchsten Spieler aus dem Team of the Week aus Gold 3 Rewards zieht, dann freut man sich, Alter, dann freut man sich. Crazy, ich ziehe das gerade mit meinem Scarf. Witzig. Ja, komm in meinen Verein. Wir werden abonnieren nicht vergessen. Was kriegst du denn für Packs bei Division Rivals, wenn du nur Gold 3 abgeschlossen hast? Silber 4? Aha, Jumbo. Digga, haben wir hier viele Packs am Start, Freunde. Geil, Alter, geiles, fettes Pack-Opening. Kriegt ihr auf mein Nacken. Erstes Pack, bruh, das war ja mal wieder ein Schuss in den Ofen, Freunde. Marcano. 25k Pack Numero Dos. 2. Kein Walkout, kein 83er. Man kennt ihn. Die 25k Packs, die waren schon mal Bluff. Naja, aber dann kommen wir mal zu den 35k Packs. Ich glaube, die Megasets sind 35k Sets. Junge, wir haben ja Full Packs davon. Woher sind die ganzen 35k Sets? Digga, ich glaube, man hat ja auch Sets geschenkt bekommen, wenn man sich einfach nur eingeloggt hat über das Jahr. Und da habe ich auf jeden Fall einige Sets geschenkt bekommen. Junge, noch nicht mal ein 83er bis jetzt. Egal, ich glaube, das Packlack spart sich auch für das Dreier-Inform-Set, weil da gleich ein Ronaldo drin sein wird. Higuain hatten wir ja schon gezogen. Lol, hier ist noch so ein Spielerwahl-Pack drin. Das machen wir mal direkt. 75 bis 80. Schwierig. Nehme ich hier den mit. Genau den. Den kann ich dann direkt abstoßen, mach ich. Okidoki. Aber wir haben noch ein paar Megasets übrig. Also erstmal die Megasets, dann die 50k Sets, dann die 100k Sets, dann das Dreier Set. Oh! Ey! Was? Wie? Wo? Wer? Jawohl.
Mein Kopf juckt, Digga. Da hätte ich jetzt was anderes erwartet. Spieler des Tages. Man of the Match. Einfach mal so aus dem Nichts. So, man dachte nichts Böses, kommt ein Man of the Match und dann ist es ein Bra Man of the Match, oder? Egal, ein paar tausend Coins ist der wert, Alter. Ich beschwer mich mal nicht. Das ist hier gerade Meckern auf hohem Niveau, Junge. Aus so einem chilligen Pack hier. Ja, 15.000 Coins. Lecker. Schmecker. Also gerne noch ein paar mehr von diesen Man of the Match Karten. Da gibt es ja auch einige. Ich habe eben gesehen, welche es da gibt. Habe mir aber nicht alle gemerkt, weil es da irgendwie zu viele gab. Und jetzt kommt wieder kein 83er raus, sondern es kommt raus der Pinnelkruse. Der Pinnel. Pinselkruse. Der soll korrekt sein, Digga. Der war letztens beim Kollegen, hat mit dem geschnackt und soll ein korrekter Typ sein. Kann ja sein. Aber trotzdem kennt irgendwie die ganze Welt sein. Eieieiei, die Packs gehen ja weg wie sonst was. Die Packs gehen hier weg wie nichts Gutes. Kein Walkout bis jetzt. Freunde, ich verlose gerade auf meinem Fortnite-Kanal 10 von diesen PSN-Karten. Ist gerade ein Fächer, aber ich kann nicht mich fächern hier mit. Wenn ihr Fortnite feiert, checkt gerne meinen Fortnite-Kanal ab. Ist in der Beschreibung verlinkt. Dort kommt daily ein Video raus. Immer sehr witzig geschnitten. Ich gebe mir da sehr, sehr viel Mühe, Freunde. Und versuche das so witzig wie möglich zu gestalten. Und jetzt verlose ich da jeden Tag noch eine PSN-Karte. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Fortnite-Kanal abonnieren. Euch meine Fortnite-Videos geben. Und tut euch das reinziehen. Ist immer ganz witzig, weißt du? Jawohl, Digga. Die 4,2 Millionen Coins habe ich oben doch gleich. Der Chulit ist auf jeden Fall da. Ich bin aber immer noch am Überlegen, wen ich jetzt holen soll. Chulit oder doch... Team of the Kanté plus Team of the Varan oder irgendwie sowas. Es könnte krank werden. Es könnte... Nein, nein, nein. Wer ist es? Was? Wer ist ein Marokkaner Walkout? Oh. Oh. Wo kommst du näher, Bruder? Was ist los? Wo ist meine Pedalos? Digga, ich hau hier mal ab, Digga. Ja, moin. Headliner. Food 19 Headliner im Pack. Schwierig. Geil, Digga. Ja, habe ich jetzt zwar nicht erwartet, aber nehme ich dankend an. Nehme ich echt dankend an. Und dann hoffe ich mal, dass der Boy auch was wert ist. Von Ajax ist jetzt nicht die beste Liga. 40.000 Coins. Warum nicht? Take, man. Die... Take man auf jeden Fall. Wax, du hast gar keinen Controller in der Hand. Wie kannst du es bewegen? Leute, wenn ich mich hier hinter mache, ich kann trotzdem dann den Controller bedienen. Also tu das dich in Kommentaren schreiben. Tu lieber in Kommentaren schreiben, was du gezogen hast aus deinen Rewards. Das interessiert mich, Bro. Freunde, das Pack gerade war nicht handelbar. Das war ein geschenktes Pack von EA. Eieiei, das heißt, ich kann den Spieler gar nicht verkaufen. Egal, habe ich den wenigstens als First Owner in meinem Squad. Wir kommen zum ersten 50k-Pack. Erstes 50k-Pack. Öffnet seine Pforten. Mein erstes 50k-Pack wird Rossi. Ich hoffe, dieses Pack ist wenigstens tradable, handelbar. Auch wenn ich hier jetzt irgendwie schon... Nö, Digga. Ist wieder nicht handelbar. Ich versuche ihn auf die Transferliste zu tun. Nö, Digga. War wieder ein geschenktes Set von EA. Deswegen habe ich auch so viele Sets, weil ich dieses Mal die untradable Sets genommen habe bei den Division Rival Rewards. Aber gleich die 100k-Packs und das 3er-Inform-Set, das ist natürlich tradable, weil das Food Champions Belohnungen sind. Leute, und das sind jetzt die Packs, die wir als nächstes öffnen werden. Cassias ist hier noch am Start, eine alte Legende, ein alter Hase. Okay, Freunde, jetzt wird's wirklich ernst. Ey, dieses Pack gleich, Cristiano Ronaldo in Form. Wenn er kommt, ne? Wenn er kommt, wussten eigentlich meine Dings. Kein Walkout! 100k-Set! Nö, ich will nicht, ich will nicht Malcolm. Malcolm mittendrin. Ich will dann lieber Neymar haben oder so vom PSG. Und dann Coutinho wenigstens vom Barca, aber kein Malcolm mittendrin. Oh, 100k-Set enttäuscht mich doch nicht. Jo, ganzes Pack doppelt, man kennt ihn, Wakes. Du hast auch jeden Spieler gefühlt im Verein, ne? Dafür muss dieses Pack jetzt besser werden. Nose-Pack. Junge! Goldner. Was hier? Papier oder was? Tu mich nicht anrufen. Tu mich nicht anrufen, wenn ich gerade ein Pack-Opening mache. Tu jetzt auflegen oder stumm machen. Geil, Mann. Casemiro Walkout. Hoffentlich bist du noch 60.000 oder so wert. Ich habe gar keine Ahnung, was Casemiro wert ist, weil ich gar keinen Plan habe von dem und gar nicht mit dem spiele in diesem FIFA. Deswegen habe ich keinen Plan, was der wert ist. Aber wir gucken uns das einfach an und finden das heraus. Warum rede ich da so viel rum, wenn ich einfach mal nachgucken könnte? Einfach mal nachgucken. Kein zweiter Walkout wäre nice gewesen. Ja, 40k, Casemiro, ruhig auf die Transferliste, 40k nimmt man mit. Und jetzt kommt das alles entscheidende Pack, Freunde. Premium
Team of the Week Pack mit 3 Informs: Aguero, Ronaldo, Higuain, Koulibaly, Donnarumma. Wir haben sie alle im Team of the Week. Das Pack geht auf. Und ich will die Walkout-Animation sehen. Ich gucke nicht. Oh Gott. Deutschland. ZM. Ist das dein Ernst? Julian Brandt? Obwohl es so viele Spieler gibt. Hallo, EA. Wo ist dein, wo habt ihr euch, habt ihr euch nicht eure Gönnerhosen an, oder was? Also, Mann, ich dachte, Ronaldo kommt jetzt. Hat mich Baba gefreut. 20.000. Ja, komplett Bundesliga-Pack hier, moin. Ja, das war's auch schon wieder komplett, Leute. Lasst einen Daumen hoch da, 50.000 Likes. Lasst ein Abo da, 50.000 Abos. Aktiviert die Glocke, falls ihr PSN-Karten braucht. Erster Link in der Beschreibung. Mein Sponsor, 100-Euro-Karten für 90 Euro. 50-Euro-Karten für 45 Euro. Ihr spart und unterstützt mich dabei. Benutzt, wenn ihr Fortnite zockt, meinen Creator-Code WAKES auf Ehrenmann. Und dann kannst du auch so hier, alles hier gewinnen, war ich. Freunde, das war's ja komplett mit dem 3er-Inform-Set. Ich bin raus, haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace out.